Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Creativerse. Diesmal hier oben auf dem Dach von unserem schönen Gebäude hier. Und wir werden mal kurz was ausprobieren, ob man das dann auf der Map sieht. Das brauchen wir mal bloß kurz so ausprobieren. Zoom. Okay, man sieht. Aber man kann wieder LEDs. LEDs kann man natürlich wieder nicht wie Lampen aneinander platzieren. Das heißt, man braucht irgendwo einen Stein oder einen Block in der Nähe. Oder nee, warte mal, wir machen das. Nee, das machen wir mal und dann mache ich das andere, was mir gerade noch eingefallen ist, was man machen könnte. Mache ich dann das nächste Mal. Da brauche ich nämlich wieder jede Menge LEDs. Okay, das haben wir. Da ist ein Ventilateur. Die müsste ich auch noch alles schaltbar machen, aber dann muss ich ja alles abschalten. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das müssten wir. Das ist jetzt schwierig, das müssen wir nämlich eins weiter unten platzieren. Das ist ja quasi unser Bremswasser, dass wir nicht oben übers Ziel hinausschießen. So, Wasser nehmen wir mal so. Klatschen das mal dahin. Jetzt komme ich zwar wahrscheinlich nicht mehr nach oben. Doch, geht sogar. Wunderbar. So. Und dann den hier. Du kommst wieder weg. Weil da haben wir. Doch, da könnten wir auch noch welche hinmachen. So, die schalten wieder aus. Und dann diese hier. Jetzt muss ich nur kurz hier was unterbauen, dass wir hier denn auch so, dass wir die mittleren LEDs auch bauen können, dass das alles so funktioniert, dass das dann richtig schön von oben dann aussieht. Also es soll es so sein, dass man das dann oben von der Map sieht, für die, die sich jetzt denken, was das werden soll. Quasi ein Farbenspiel. So. Da bauen wir auch mal. Dich brauchen wir nicht. So. Dann komme ich nach oben. Wunderbar. Da ist mal wieder alles weg. So, dann schaltbar machen wir das Ganze von hier unten. Und zwar, wir haben jetzt das 9, also 4x9. Das heißt, wir brauchen. Wir machen mal nur einen Schalter vorerst. Wir brauchen aber ein Delay Gate, also einen Zeitversatz. Da brauchen wir sogar vier Stück. Oder zumindest drei Stück. Eins, zwei, drei. Okay, hat der. Also können wir nicht. So. Hat er einen Zeitversatz eingebaut? Nein. Da machen wir mal auf zwei. Dann hier auf vier. Den nächsten dann auf sechs dann. Dass quasi ein Quadrat direkt angeht und die anderen dann nach und nach dazugeschalten werden. So ist das jetzt gedacht. Das heißt, wir brauchen 3x den hier. Da gehen dann die Würfel weg. Moment, wir haben ja. Das in der Mitte muss als letztes gehen. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Delay Gate. So. Den Delay. So. Da machen wir dann. Oh, mit dem 6, dann müssen wir hier 8.
Geht 8 überhaupt noch? 8 geht. Wunderbar. So, und hier geht dann auf die ersten LEDs. Da ist jetzt natürlich Verbinderei wieder. Safe. So. Da wir jede LED einzeln verbinden müssen. So, der erste Würfel ist schon mal verbunden. Wir können ihn noch einschalten. Die LEDs machen irgendwie ein bisschen wenig Licht für LEDs. Die sollen einfach nur leuchten. So, das war Nummer 1. Dann. Oh, wir stehen so. Machen wir mal im Uhrzeigersinn. Das heißt, quasi diesen hier. Safe. So. Zu dem, zu dem, zu dem. Da ist immer das Problem, wenn man nicht genau das Ding trifft, dann kommt immer dieses blöde Menü, wenn man klickt. So, ich mache das immer so. Quasi, ich drehe mich einmal um, nehme einen von der Maschine mit hin und einen von der LED dann wieder mit zurück. Dann sollte das funktionieren. So, die sind alle. Jetzt ist das Ganze natürlich schon etwas weiter weg. Vor allem sehen wir jetzt die Dinger nicht mehr. Okay, das heißt, jetzt müssen wir laufen. Jetzt müssen wir laufen. So, einen wieder mit zurück. Einen mit dahin. Ja. Einen mit dahin. Dann wieder zurück. Und wieder zurück. So, wieder einen. Das ist immer, das dauert jetzt ein bisschen, bis das alles so verbunden ist. Und dann müssen wir die LEDs ja noch einfärben, müssen wir auch noch. So. Jetzt haben wir nur noch die ganz oben. Nach sehen wir die von hier? Ja, sehr gut. Die können wir sogar von hier sehen. Zumindest diese Adapterpunkte. So, das waren jetzt auch schon alle. Jetzt sind alle miteinander verbunden. Dann, wo sie hingehören, wenn ich jetzt einschalte, geht eins direkt an. Dann das andere. Dann geht das an. Okay, da haben wir wohl die mittlere LED vergessen. Jetzt ist nur die Frage, das müsste ja dann der dritte sein. Nein, der zweite. Okay, wir nehmen mal diese LED noch und klatschen die nochmal hier mit drauf. So. Natürlich beim Ausschalten dann ganz das gleiche. Das Ganze natürlich auch zeitversetzt. So, dann färben wir mal LEDs ein. So funktioniert das Ganze dann mit dem Zeitdelay, dass das nach und nach einschaltet. Wir werden uns das Ganze gleich noch auf der Map dann anschauen, wie das aussieht. So, oh, die mittleren machen wir mal grün. So, die sind grün. Die machen wir mal. Machen wir die äußeren mal blau. Und die eine, halt blau haben wir gesagt. Und die eine innere machen wir mal rot. Ich weiß nicht, ob man das dann auch sieht danach dann. Aber mal schauen. So. Müssen wir natürlich auch bei alle wieder machen, dass man da keine Gruppen auswählen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Na, das wäre schon cool, dass man zum Beispiel alle LEDs, die an einem Gerät hängen, auf einmal einfärben kann dann. Das wäre eine super Sache. Und jetzt müssen wir wieder durchrennen und jede LED. Das war bei der großen Wand, war das. Da sind ja die außenrum, die noch schwarz sind, quasi. Die sind also noch weiß. Da habe ich nichts gemacht. Allerdings alle anderen, die grün leuchten im Schriftzug, die habe ich
auch eingefärbt in grün, also manuell. Und es wird auch so sein, dass ich den Schriftzug demnächst noch verändern werde. Und dann mal gucken, wie es denn dann. Oder vielleicht die Wand noch größer machen, das weiß ich noch nicht. Und dann mal schauen, dass vielleicht auch mit so einem Zeitversatz, dass nach und nach dann irgendwie auf dem Bildschirm was erscheint. Das wäre vielleicht auch ganz cool. So. Das hier hin. Das nehmen wir da hin, das nehmen wir da hin. Und ich muss jetzt auch mal ein bisschen wieder auf der Map rumgucken. Mit dem Gleiter ist ja das jetzt um einiges einfacher. Was denn die anderen Leute schon so gebaut haben mit diesen Maschinen und was die da an LEDs haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Mysterious sich das nicht nehmen lässt und da schon irgendwas zusammenklamüsert hat, irgendwann heimlich, dass es keiner mitkriegt, weil Brian war gestern Abend. Und Ryan war jetzt eigentlich jeden Tag online, aber der hat irgendwie wieder irgendeine Receipt oder irgendeinen Blueprint zusammengebaut. So. Und nichts gemacht. Und die anderen drei, die da waren, die haben ja nur spioniert. Und Hex war gestern auch mal kurz noch da. Ich weiß nämlich nicht, ob der was zusammengebaut hat. So, sieht man das auf der Map? Ach cool, das sieht man sogar. Nach und nach schaltet es ein. Jetzt kommt noch das mittlere mit grün. Jetzt ist dann natürlich der Mauszeiger im Weg. Ich könnte. Ah, das sieht jetzt schon cool aus. So sieht das Ganze von oben aus. Von der Map dann. Das gefällt mir. Das ist sehr gut. Vor allem die satten Farben von den LEDs, die finde ich schon richtig cool. Schalten wir das Ganze mal wieder aus. Gehen wir mal weg. Genau, und dann können wir das Ganze mal gut sehen. Eins nach dem anderen verschwindet und dann verschwindet das mittlere. Sehr schön. Ich könnte vielleicht noch versuchen, dass ich irgendwie mit dem Invert Gate und mit noch ein paar anderen Delay Gates das machen kann, dass das wieder rückwärts, dass quasi das wieder als erstes dann aufhört. Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Also so sieht es schon mal ganz cool aus. Das klatschen wir mal da rein. Und dann kommen noch die grünen. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Schalten wir mal wieder aus. Natürlich jede Menge Linien. So, und da wir eh gerade auf der Map gesehen haben. Ich werde vielleicht hier erstmal den Gleitschirm benutzen, dass ich nicht tot bin. Also dafür ist der. Okay, ich denke mal, es wird bei Hex auch funktionieren, wenn der sich da drauf stellt. Denn wenn ein Pixie da drüber läuft und das zum Blinken anfängt. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. So soll es ja auch sein, dass man dann nach und nach dann irgendwelche Nachrichten draufschreiben kann. So. Da klatschen wir nicht dagegen. Da fallen wir bloß wieder runter. Ich glaube, heute bauen wir mal nichts mehr. Sondern beenden die Folge mal. Die letzten Folgen waren ja immer etwas länger. Und wir haben ja gerade da oben dieses Ding gebaut. Ich werd mal schauen, vielleicht noch irgendwas anderes aus LEDs zusammenzaubern. Oder vielleicht machen wir auch die nächsten Folgen einfach nur eine Gleitschirmtour, denn man kann relativ lange, wenn man von einem hohen Punkt startet, kann man relativ lange Strecken überwinden mit dem Gleitschirm. Und wir werden uns dann mal ein bisschen umschauen auf der Map mal wieder. Da brennt Licht, da schauen wir noch mal kurz hin. Denn es brennt da Licht, wo eigentlich gar kein Licht sein dürfte, denn das Licht ist ja aus. Die sind an. Wieso sind die an? Na du Lumpi.
Okay, Tierchen wurden etwas stärker gemacht, weil normalerweise konnte ich das Pixie mit diesem Schwert mit einem Schlag töten, einschalten. Und das ist ja praktisch. Eine Lampe habe ich da nicht verbunden. Das ist ja sehr schön. So gefällt mir das. Sieht ja die ganzen blauen Linien hier überall. Das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Es macht auch jede Menge Spaß, da diese Sachen irgendwie schaltbar zu machen. Mit den Turm werde ich vielleicht noch schaltbar machen, die ganzen Lichter, die da dranhängen. Oben geht ja leider nicht die Bacons, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.